Tino Bullmann und ein in der Mais-Silage festgefahrener Traktor. Hey, auf! Hey, auf! Wird er das Problem lösen können? Und Steppenrinder, die nur eines wollen, weg. Henning Bauk in Gefahr. Neue Geschichten von den Büffelbauern. Von Menschen und ihren Tieren. Willkommen auf der Büffelranch. Im grünen Niedersachsen in Eilte liegt der Biohof von Tino Bullmann und Co. Ihr Hauptgeschäft machen sie mit Zwiebeln und Kartoffeln und mit Milch von Kühen und Büffelkäse. Tino Bullmann und sein Mitarbeiter Martin treiben heute die Wasserbüffel auf die Weide, damit diese dort grasen können. So, Martin, jetzt geht's los. Komm her, komm, Büffel, komm her, komm. Und Gas. Komm her, komm. Schau mal, einer muss schneller. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm, Büffel. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm her, komm. Oh, das war eine kleine Abkürzung jetzt. Solange die nicht durch Nachbars Blumenbeet führt. Hey, was ist das hier? Die eigensinnigen Tiere kennen die Abkürzungen im Dorf. Oh. Hoppla! Hey, hey! Ja, das ging super gut. Nur mein Fahrrad, das hat's erwischt. Das muss ich gleich erstmal gucken. Ist irgendwie der Lenker, ich weiß nicht, ob er abgebrochen ist. Der ging irgendwie auf einmal, hatte ich gar nichts mehr in der Hand. Auf dieser satten Weide dürfen die Büffel nun ein paar Wochen verbringen, bevor es auf eine neue geht. Saftiges Gras, all you can eat. Tinos 120 Milchkühe fressen vor allem Silagefutter. Zum Maishäckseln hat Tino ein Maschinenmonster kommen lassen. Moin Jürgen. Moin Tino. Mensch, ihr seid ja pünktlich, super. Also muss so sein, oder nicht? Ja. Und soll mal loslegen? Ja. Lass uns. Pass auf, ich zeig dir die Stücke. Da vorne, auf der linken Seite. Ja. Von unserem Kuhstall bis zu Bernis Güllepott. Gut. Ja, wir haben Futtermais angebaut für unsere Milchkühe. Eine super Energiepflanze. Der angebaute Biomais muss nun mit einem Maishäcksler zerhackt werden. Zu diesem Zweck hat Tino Jürgen beauftragt. Die Maispflanzen werden komplett zerkleinert und müssen anschließend auf einem Silo oder einer Miete luftdicht abgedeckt werden. Bei der Mais-Silage ist, das müssen wir auch immer kontrollieren als Landwirte. Man sieht ja jetzt, das ist eine ganze Pflanze. Und wichtig ist, dass die alle Maiskörner angeschlagen sind. Also dass die alle beschädigt sind von dem sogenannten Korncracker. Weil sonst kann die Kuh die nicht aufschließen. Ne? Die würde die dann aufnehmen und genauso wieder ausscheißen. Weil wenn das nicht so wäre, dann müsste ich dem Häckslerfahrer sagen, hier, er muss seine Maschine neu einstellen. Aber das sieht gut aus hier. Also. Das gehäckselte Futtergut wird verdichtet. Um den Mais haltbar zu machen, muss die Luft raus. Das ist wichtig, damit der Mais nicht fault, sondern nahrhaft bleibt. Letztendlich ist es keine große Leistung, hier den Mais festzufahren, damit man die Luft rauskriegt. Aber man muss halt auch immer an die Kante ran. Und wenn man da im Moment nicht aufpasst, kann es halt passieren, dass der Trecker irgendwie abrutscht. Und so ein Schlepper, der hat einen Wert von über 100.000 Euro. Und wenn der umkippt, ist einfach nicht gut. Mal abgesehen von meinem Schaden, den ich ja eventuell annehmen würde. Insofern, man muss halt immer wirklich konzentriert arbeiten. In Bad Bodenteich am Rand der Lüneburger Heide liegt der Hof von Henning Bauk. Mitarbeiterin Manuela unterstützt ihn bei der Arbeit mit den Tieren. Heute steht ein aufwendiger Weideumtrieb auf dem Programm. Die Herde der Engisrinder, die er seit den 90ern besitzt, muss umziehen. Bei der Aktion sollen auch seine zwei Rottweiler helfen. Na Mäuse? Die Mäuse erhalten von Henning einen Spezialauftrag. Die Beine nehmen wir mit ins Moor zum Kühe umlassen. Die können wir dann schön an der Straße absetzen, dass da die Tiere nicht durchlaufen. Komm, komm. Einmal ist immer das erste Mal. Nein. Da sich Henning schlecht Namen merken kann, heißen die beiden Hundedamen gleich. Hermine und Hermine. So, siehst du was? Ja, passt das. Bauk ist eigentlich gelernter Gärtner.
Vor rund 20 Jahren hat er den Spargelbetrieb seiner Eltern komplett auf Viehzucht umgestellt. Die Vermarktung der Angus-Rinder stellt sein Haupteinkommen dar. Bleibst hier, passt da auf. Gut. Okay, lass uns die Kühe mal holen. Die Rinder haben ihre Weide abgegrast. Sie müssen nun zu einem neuen Wiesenstück mit frischem Gras umgetrieben werden. Dazu müssen Henning und Manuela sie durch ein Waldstück lotsen. Das war uns nicht eingehakt, das Tor. Hennings Mitarbeiterin Manuela ist seit 4 Jahren auf dem Hof. Ursprünglich sollte sie sich ausschließlich dem Verkauf widmen. Doch sie hat mehr und mehr ihr Herz für die Tiere entdeckt. Nun kümmert sie sich so oft es geht um deren Wohl. Wird sich Manuela hinten auf der Kante mit draufsetzen, lockt sie mit Futter an, ich fahr sachte vorweg. Bis wir sie alle vom Tor haben, wird das Tor geöffnet und dann hoffen wir, dass sie da lang gehen, wo sie sollen. Didi. Bleibt zu hoffen, dass Angus-Rinder weniger bockig sind als Büffel. Kann losgehen? Jetzt geht's los. Ja, los. Warten wir auf dich. Komm, mein Gott. Na, komm. Die Rinder interessiert's erstmal nicht. Doch die Neugierde siegt. Lieber mal gucken, welches Leckerchen Manuela bereithält. Klappt doch. Manuela, ich fahre bis zum Tor. Ich fahre bis zum Tor und lass dich dann runter, weil wir sind alle da. Machst das Tor rauf, schmeißt es so rechts zur Seite und stellt sich dann aber links hin. Ja. Du gehst als erstes durchs Tor, aber das ist das Tor, rechts an der Seite schmeißen. Ja, okay. Und geh dann nach. Und du läufst in der Erde. Ja, okay. Die Rinder wollen nicht länger warten. Henning hat einen ausgetüftelten Plan. Komm, ja, komm. Ob der funktioniert? Ja, komm. Komm. Eines muss jedenfalls unbedingt beachtet werden. Das Tor muss nach innen, sonst laufen sie da drüber. Klingt logisch. Komm, 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 komm! Mal los! Henning hat die Herde im Griff. Komm, komm! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Ein Kuhmarathon. Hätten Sie die Rottis hier aufpassen? Der erste Einsatz für Hermine und Hermine. So, ihr Bein, passt schön auf! Die beiden Hermines machen ihren Job gut und der Herde Angst. Kein Tier rennt jetzt auf die Straße. Hopp, 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 hopp. Weiter, weiter, weiter. Habt ihr Süßen? Henning und Manuela wissen, dass man bei Tieren immer damit rechnen muss, dass sie nicht exakt das machen, was man will. Weiter! Lauf, 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 lauf! So langsam trudeln alle Kühe auf der Weide mit dem saftigen Gras ein. Die Nachzügler werden persönlich von Manuela geleitet. Na, ging doch gut, ne? Ganz toll. Jetzt hast du wenigstens auch deinen Sport gehabt. Ja. Ich nur ganz Tag im Auto rumsitzen. Ganz schön aus der Puste. Schnell war's. Verdammt schnell. Wir sind ja gut gelaufen. Alles super. Zwischendurch habe ich gedacht, so, oh, paar verlieren sich im Wald hinten, aber haben dann schnell wieder Anschluss gefunden und sind denen ja flott hinterher. Und ich auch. Jetzt bin ich. Habe ich Seitenstich. Bei Henning Bauk leben die Rinder auf großen Weideflächen. Das Gegenteil von Massentierhaltung. Oh, Mädchen, hast du einen Feinjob gemacht? Hast du einen Feinjob gemacht? Ja, na klar. Abtüdern. Hermine und Hermine haben die Premiere gut gemeistert. Auf mit euch. Fein, los, gut. Bleibt schön. Los, fein. Schön, bleibt, bleibt. Das Fleisch seiner Rinder vermarktet Henning Bauk selbst. Mehrere Verkaufsstände stehen auf den Wochenmärkten der Umgebung.
In Dürrenmettstetten am Neckar liegt der Hof der Steinwands. Markus Steinwand betreibt dort mit seiner Frau Tatjana und seinem jüngeren Bruder Stefan einen Biohof samt Hofladen. Die Jungtiere der Brüder Steinwand sollen heute zum ersten Mal im Jahr auf die Weide. Let me go. Und die dürfen jetzt die Weidesaison das erste Mal eröffnen, sozusagen in blühenden Obstgarten. dürfen sie halt raus. Und ich hoffe, dass jetzt nicht nur das Gewitter aufzieht, aber ich glaube, das sieht gut aus. Hier ist schon mal das erste Ziel, das die Büffel alle treffen müssen. Und das machen sie ja auch. Nur müssen wir eben hier eine Elektrozaun-Simulation aufbauen, sozusagen. Wenn die eine Litze sehen, da brauchen wir keinen Strom drauf machen, da gehen die eigentlich nicht dran. Soweit die Theorie. Als erfahrener Landwirt weiß Markus, dass pubertierende Büffel ganz besonders unberechenbar sind. Deshalb gehen er und Bruder Stefan lieber auf Nummer sicher. Hier ist noch Strom drauf. Also ab hier spüren sie dann den Strom wieder. Oder wir, wenn wir hinkommen. Wer zuerst rankommt, ne? Der spürt es halt. Bei mir lief es gut bis jetzt. Bin ich nicht dran gekommen. Aber es ist eher die Ruhe vor dem Sturm. Es kann wild werden. So, und jetzt ist Feuer frei. Geht's los. Ah, Trick verreckt. Es geht nämlich nur nach innen. Es geht nur nach innen. Wir müssen das Tor nach innen schieben. Du musst halt dann hier stehen bleiben. Ja. Jungs, zurück. Jetzt Achtung. Hola, hola. Gen. Jetzt miteinander. Auf geht miteinander los. Alle miteinander. Alle miteinander. Du darfst also den Kollege. Die Attrappe zeigt ihre Wirkung. Die Youngster kommen dem Zaun nicht zu nahe, obwohl sie Vollgas geben. Für die nächste Etappe ist Tatjanas Unterstützung gefragt. Also Problem ist jetzt hier, dass die eben die Straße hoch müssen und weil das so ein enger, schmaler Kanal ist, fetten die da meistens mit Tempo los. Und dann müssen wir halt gucken, dass die nicht zu weit rennt und den Zaun durchreißt und dann gleich wieder oben links abbiegen. Und jetzt müssen wir gucken, weil jetzt fressen sie ohne alle die Blumen, die die Pferde stehen lassen. Weil das sind nämlich harte Stahlfuß, der gelbe blühende, auf der Wiese. Und den mögen die Büffel, aber die Pferde fressen den nicht. Und das sieht man hier deutlich, dass es eigentlich eine Pferdeweide ist. Und deswegen wollen die gar nicht hochkommen. Und deswegen helfe ich jetzt nach. Gehen wir mal runter. Markus will die Büffel hochjagen. Bruder Stefan assistiert ihm. Genauso wie seine Frau Tatjana. Da kommen sie angetrabt, die Jungbüffel. Das ist herrlich. Das ist eigentlich einer der tollsten Momente, wenn man Büffel hat, dass die dann, wenn sie dann so das erste Mal nach der Winterpause wieder auf die Koppel rauskommen. Alles ist glatt gelaufen. Alle rein? Jawohl. Super. Juhu. Die Neuankömmlinge sollen nun mit den anderen Jungbullen zusammengeführt werden. Bis jetzt trennt sie einen Zaun. Gleich dürfen sie sich beschnuppern. Hola. Nein, ihr zwei. Komm. Ja, noch mit. Du bist im Weg da. So, jetzt haben wir die zwei Gruppen zusammen. Die 10, wo oben waren, und die 9 von unten. Und wenn wir sie aus, wenn sie ausbüchsen, müssen sie suchen, dann müssen wir 19 suchen inzwischen. Ja, das sieht doch alles harmonisch aus. Noch. Denn schon bald geht sie los, die pubertierende Rangelei. Hier wird die Rangordnung der neu entstandenen Herde neu verhandelt. Die Tiere sind ganz schön auf Krawall gebürstet. Es dauert ein bisschen, bis sie sich alle beschnuppert haben, bis jeder jeden kennt. Und bis sie die Tränke abgebaut haben nebenher. Und sie zerstören halt gern alles. Alles, was ein bisschen wackelt, da wird so lange gespielt, bis es kaputt ist. Und die Tränke ist wohl die Schwachstelle heute. Wäre ja auch langweilig, so ganz ohne Problemchen. Schnell eine neue Tränke herbeischaffen. Jetzt haben wir's. Zuvor muss sie jedoch noch gesäubert werden. Bisschen vor. So, wäre wieder sauber. Büffel trinken bis zu 50 Liter Wasser pro Tag. Am liebsten trinken sie aus einem Becken.
So, steht schon? Nee, noch nicht. Du kannst ganz kurz die Witze etwas anheben. Ja, klar. Weil das ist etwas nieder hier. Die beiden Brüder, ein gut eingespieltes Team. Gut, stopp! Diese massive Tränke dürfte den Durst der jungen Büffel stillen. So, dann haben wir es geschafft, oder? Ja. Sehr schön heute. Tino Bullmann aus Eilte ist immer noch mit der Herstellung seiner Mais-Silage beschäftigt. Gemeinsam mit Jürgen und seinem Häcksler. Der Silage soll der Sauerstoff entzogen werden. Dazu müsste der Traktor mehrfach über die zerschredderten Maispflanzen fahren. Müsste. Ja, der Haufen ist mittlerweile so hoch, dass sie. Und er hat jetzt bei diesem Futter ein bisschen viel drauf gemacht. Also er ist jetzt einfach so schwer, er kommt alleine nicht mehr hoch. Deswegen müssen wir einen zweiten Trecker davor hängen. Ne? Tinos Nerven sind angespannt. Die Fahrten werden immer gefährlicher und der Untergrund immer weicher. Das Unterfangen scheint zu scheitern. Jetzt heißt es, die Nerven bewahren. Wir probieren einen anderen Trecker, der ein bisschen stärker ist noch. Ein stärkerer Traktor soll es also richten. Das funktioniert, habe ich überhaupt keine Sorge. Sieht nicht so aus, als würde es klappen. Und nun? Ich habe immer eine Idee. Da kommt noch einer vor. Und dann kommt der. Noch ein zweiter? Ja. Und siehe da, mit der Kraft der Doppeltraktoren klappt's. Hoffentlich macht der jetzt Hartmut den. Aber das wird er ja jetzt wohl gelernt haben, ne? Nicht, dass Hartmut ihn wieder randvoll macht. Kriegt dann einen Lauf. Das wäre geklärt. Dann kann jetzt der Schreddermais weiter aufgeschüttet und plattgefahren werden. Jedes auftretende Problem ist allerdings ein Zeitfresser. Ja, hier ist Tino. Hallo Martin. Wenn du Lust und Zeit hast, wäre toll, wenn du uns assistieren würdest, weil ein Teil der Leute ist gleich bei den Kälbern und Melken. Ja? Tino ist bei dieser Aufgabe auf seinen Mitarbeiter Martin angewiesen, der eigentlich heute frei hat. Oh Martin, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch schön. Aber richtig, nach Urlaub siehst du auch nicht aus, wenn ich mir so deine Hose begucke. Ja, nö. Dann lass uns hier gleich mal loslegen. Also die eine Miete ist fertig jetzt. Und hier, Jürgen meinte eben, 5 bis 6 Futter noch. Ja. Ich hoffe, die kriegen wir da noch drauf. Es geht jetzt nur noch mit hochziehen. Ja, ist ein schöner Haufen geworden. Gut, ne? Ja. Nun muss die Mais-Silage luftdicht mit Folie abgedeckt werden. So, erst hier unten hinlegen. Ja. Ich denke, wir ziehen erstmal die alte rüber, ne? Ja, ja. Die beiden Männer wollen unbedingt sicherstellen, dass alles luftdicht abgeschlossen ist. Praktikantin Sabine hilft. Im ersten Schritt benutzen sie zunächst die alte Folie. Und, ganz wichtig, es dürfen keinesfalls Löcher in der Folie sein. Wenn Löcher drin sind, kommt Luft rein und dann gammelt das Futter. Deswegen muss man sehen, dass man ohne Löcher zugedeckt kriegt. Um das zu gewährleisten, kommt nun noch die neue Folie drüber. Die Rolle kostet um die 200 Euro. Oh, mein Messer war schon mal schärfer. Nachdem die Maisberge komplett mit Folie bedeckt sind, kommen nun Autoreifen zur Beschwerung des Plastiks ins Spiel. Sie sollen verhindern, dass der Wind die Folie wegweht. Das so gelagerte Futter soll mindestens 3 Monate lang 120 Kühe versorgen. 3 solche Silos muss Tino noch bauen. Gut 600 Kilometer entfernt, am Rande des Schwarzwaldes in Dürrenmettstetten, haben die Steinwands ihre Jungbullen erfolgreich auf die Weide getrieben. Aus der Milch der Wasserbüffelkühe entsteht Käse. Ursprünglich war Tatjana fürs Käsen zuständig. Seit die Kinder da sind, übernimmt Markus den Job. So, jetzt machen wir heute Camembert für Marc nächste Woche. Und jetzt habe ich den Käse schon angesäuert und eingelabt. Jetzt müssen wir den schneiden und vorsichtig bearbeiten. Im Moment ist Hochsaison. Die Büffel geben viel Milch. Täglich steht Markus am Käsekessel. Tatjana hilft nur noch aus. Ich mache das sehr gerne, die Arbeit mit dem Käse. Und es ist auch irgendwie was Beruhigendes, wenn man so den Stress drumherum hat vom Hof her. Das tut gut, wenn man zwischendurch so eine ruhige Phase hat, mit dem Käse zusammen sein kann. Jetzt fällt noch ein bisschen die indische Musik dazu. Das Ganze ein bisschen meditativ macht.
So. Können wir abfüllen? Ja, jetzt füllen wir ab. Der Kleine ist bei der Oma, oder? Mhm. Auch wenn es so aussieht, als würden die beiden schon ein Leben lang Käse herstellen. Das täuscht. Erst seit 4 Jahren widmen sie sich dieser Aufgabe. Frau, jetzt kannst du dich nicht dran erinnern, die erste Camembert. Oh je. Die waren eher hart wie Stein. Oh je, das war ein Brickets. Die konnte man kaum durchschneiden. Da war die Mikroflora irgendwie eine andere. Mittlerweile haben sie schon 3-mal einen Käsepreis gewonnen. Der Steinwandhof liegt auf einem Hochplateau am Rande des Schwarzwaldes. Auf den Weiden wachsen Gräser und Kräuter. Ein Fall für Stefans Mähmaschine. Schließlich müssen 65 hungrige Wasserbüffel versorgt werden. So, wir holen jetzt ein bisschen Grasfutter, grünes Gras, für unsere Kühe unter. Die fressen viel mehr, wie auf der Weide nachwächst. Deswegen bekommen sie immer noch Gras zusätzlich gefüttert, was es von der Weide sich nicht holen können. Ursprünglich hatte Stefan eigentlich Heizungsbauer und Installateur gelernt. Seit 2 Jahren ist er jedoch zurück in der Landwirtschaft und auf dem Familienhof tätig. Bereut hat er diesen Schritt nicht. Sein eigener Chef zu sein, oder fast sein eigener Chef, mit Markus zusammen und mit meinen Eltern, das hat schon was anderes, wie jetzt im normalen Berufsalltag irgendwelchen irrsinnige Zeugs oft mal hinterher zu hetzen. Stefan ist gerne Landwirt. Und das liegt auch an seiner Herkunft. Die Steinwand gibt es hier schon seit mehreren Generationen. Angefangen hat es mein Urgroßvater mit der Landwirtschaft. Dann war mein Opa, der das weiterbetrieben hat. Er hat die Direktvermarktung angefangen. So nach dem Krieg dann ist er dann mit dem Moped und ein paar Eiern im Rucksack in die Stadt gefahren, hat die dort verkauft. Ja, so hat sich das Ganze zu einer Eiertour entwickelt, die wir jetzt heute immer noch haben mit Eiern, Kartoffeln. Seit über 4 Generationen sind die Steinwandsbauern. Markus und sein Bruder Stefan wuchsen auf dem Hof auf. Die beiden Brüder führen jetzt das fort, was ihre Familie seit Jahrzehnten aufgebaut hat. Bad Bodenteich in Niedersachsen. Hier steht heute die alljährliche Blutuntersuchung der ungarischen Steppenrinder durch Tierarzt Kurt Meyer an. Speziell für dieses Unterfangen hat Henning Bauck einen Untersuchungsstand geschweißt, in dem die Tiere für die Blutabnahme eingepfercht werden. Steppenrinder sind wild und keine Nutztiere. Ihnen wird heute zum ersten Mal Blut abgenommen. Denn erst ab einem Alter von 2 Jahren muss dies gemacht werden. Was eigentlich eine Routineuntersuchung ist, wird sich gleich zum lebensgefährlichen Einsatz entwickeln. Ja, das ist das erste Mal, weil die Tiere ja jetzt erst alle in dem Jahrgang sind, dass sie geblutet werden müssen. Ich habe also einen Teil der Tiere aus der Tschechei geholt, einen Teil sind aus dem Zoo in Bärenbrück, alle als Jungtier, also als Absetzer. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass sie jetzt geblutet werden müssen. Ja, jetzt wollen wir mal den Brüllen hier vornehmen. Das ist ja wunderbar. Ja, so, wir haben den großen Steppenbullen als erstes mit reingenommen, dass er raus ist aus der Truppe. Das ist wunderbar. Steht auch friedlich da. Das möchte er auch bitte bleiben. Ja, ich sehe. Freilich ironisch, aber ist egal. Ist alles schön. Er ist davon überzeugt. Ja. Ja, bleibt mal schön zurück hier. Für die Untersuchung muss der Tierarzt aus dem Schwanz des Bullen eine Blutprobe entnehmen. Nicht ganz einfach. So, 59. Der kann raus. Aber der muss erst mal ausfädeln. Die wilden Steppenrinder ertragen es nicht, eingepfercht zu werden. Warte, warte, langsam. So ist gut, prima. So,
stellen wir wieder genauso ran, nehmen die nächsten mit rüber. Die Arbeit mit den Tieren ist gefährlich. Davon kann auch Hennings Angestellte Manuela berichten. Ihr geht es gar nicht gut, denn sie hatte gerade einen Unfall. War so ein kleiner Steppenrindbulle, der meinte, mit mir spielen zu müssen. Und dann hat er mich mal so ein bisschen an den Zaun gedrückt. Das war nicht so schön. Aber jetzt geht's schon wieder. Der Umgang mit Wildtieren verlangt den Menschen einiges ab. Der Tierarzt hat ebenfalls mit dem Temperament der Steppenrinder zu kämpfen. Geht das so gar nicht? Und dann wird es lebensgefährlich. Selbst der sonst so coole Henning wird mal kurz nervös. Eine brenzlige Situation. Der Angriff ist noch nicht zu Ende. Die langen spitzen Hörner, gefährliche Waffen. Jawohl. Okay, mach mal auf. Lass mal rausgehen. Schön an der Seite. Auch ganz schön üppig, ne? Ich habe vorhin schon gesagt, es ist kein Spaß, was wir hier machen. Das ist absoluter Ernst. Steppenrinder sind eben keine entspannten Büffel, müssen aber trotzdem untersucht werden. Hochkonzentriert machen Henning und seine Mitarbeiter nach diesem Vorfall weiter. Die Aktion geht schmerzhaft weiter. Ist okay? Manuela hat sich verständlicherweise in Sicherheit gebracht. Ein Zusammenstoß mit den Tieren reicht ihr für heute. Wer sich auf diese gefährliche Arbeit einlässt, der muss schon wirklich mit Herzblut bei der Sache sein. Okay. Prima. Henning Baug hat auch heute wieder die Nerven behalten. Das ist eigentlich heute wieder im Prinzip, bis auf der Tierarzt, haben alle blaue Flecke gekriegt. Nö, hat mir einmal mit dem Horn am Hintern hochgehoben. Das heißt, heute Abend wird wahrscheinlich im Stehen Armbrot gegessen, aber das ist dann eben so. Was lange nicht mehr ist. Familie Bullmann aus Eilte hält 120 schwarzbunte Milchkühe. Diese gehören einer besonders milchreichen Rasse an, den Holsteinfriesen. Bis zu 40 Liter Milch geben sie pro Tag. Tinos Praktikantin hat ihm von einem lahmenden Rind berichtet. Und Kim, ist das das Rind von gestern? Ja, das ist das, genau. Also fressen tut. Aber, wenn wir jetzt sehen beim Laufen, das lahmt hinten links offensichtlich, aber gebrochen ist nichts. Wenn das Bein jetzt wirklich gebrochen wäre, dann laufen die auf drei Beinen. Ne? Die heben das dann nur noch hoch. Und die setzt ja noch an. Aber es tut ihr halt weh. Ne? Die nehmen wir mit nach Hause und gucken uns den Clownstand an. Gut, ich fahre in die Ecke und dann jagen wir die eben auf den Wagen. Ja. Landwirt Tino hat in den letzten 20 Jahren viel gelernt. Das Tier will er zunächst ohne Tierarzt untersuchen. Vor einem Problem völlig anderer Art steht seine Frau Claudia. Genau wie Tino hat sie Landwirtschaft studiert. Doch ihr Job heute? Die Latzhosen ihres Mannes auf Vordermann zu bringen. Tino steht auf grün, das sind nämlich seine Latzhosen. Seine Lieblingslatzhosen und mein absoluter Hassjob sind nämlich Latzhosen flicken. Man wäscht 5 und 4 sind dann kaputt. Und so langsam, ich glaube, er hat jetzt nur noch 1 oder 2. Und dann muss ich nähen. Tino ist stolzer Besitzer von 17 Latzhosen. So, hier machen wir jetzt ein ganz einfaches System. Die Hosentasche wird jetzt einfach kleiner. 17 Baumwolllatzhosen und Claudia hat nur 2 Stunden Zeit. Aber ich suche mir jetzt immer die raus, die ganz schnell gehen als erste. Und die blöden macht man zum Schluss. Ratzfatz geht das. Muss ja nicht schön sein. Nur irgendwie halten. Ich habe ja mal versucht, Tino zu überzeugen. Er könnte ja auch einfach alte Jeans anziehen. Und wenn die dann kaputt und hinüber sind, dann schmeißt man sie einfach weg. Aber nein, es müssen Latzhosen sein. Tino könnte sie ja mal selbst flicken. Ja, Tino hat gleich gesagt, er wird kein Hausmann. Und dann konnte ich mich entscheiden, ob das ein Trennungsgrund ist oder nicht. Und da waren auch schon die ersten Kinder im Anmarsch, das erste Kind. Und dann habe ich gedacht, na gut,
Dann mache ich das jetzt halt mit den Kindern mal eine Weile und dann kann ich ja immer noch draußen mitarbeiten. Wir haben nämlich die gleiche Ausbildung. Aber ein Jahr reiht sich an das andere und bei drei Kindern verlängert sich die Zeit dann doch nicht unwesentlich. Neulich habe ich so einen netten Spruch gelesen, Kinder sind nur die ersten 25 Jahre wirklich anstrengend. Und das kommt auch schon so langsam hin. Da beneide ich manchmal Tino schon. Verständlich, denn Tino darf echte Landwirtarbeit machen. Sehr schön. Wenn man jetzt denkt, ich kann jetzt rausgehen, jetzt muss ich Essen kochen. Die Aufgaben auf dem Hof sind klar aufgeteilt. Tino schaut sich den Huf des lahmenden Rindes genauer an. Komm, ist ja gut, ist ja gut, ist gut. Hier ist definitiv eine offene Stelle. Eine sogenannte Tasche hat sich gebildet. Wenn man den Tieren mal sagen könnte, haltet einfach ruhig. Ich muss jetzt quasi dieses alte Horn hier, das muss ich wegnehmen. Hier hat es gegammelt drunter, unter der Sohle. Ich habe einen Lehrgang gemacht für Klauenschneide. Klauenschneiden bei Milch oder bei Rindern. Natürlich ist jetzt auch viel Erfahrung einfach. Aber insofern hat sich meine Vermutung, Juliane, bestätigt. Und ich habe ja gestern auf der Wiese schon gesagt, ich glaube nicht, dass sie irgendwas am Gelenk hat, ne? weil nichts entzündet ist. Also nichts dick ist oder geschwollen ist. Dank Tinos professioneller Klauenbehandlung darf das Rind nun wieder zurück auf die Weide. Problem gelöst. Dörren-Mettstetten am Rande des Schwarzwaldes. Hier hat Familie Steinwand ihren Hof samt Hofladen. Neben Kartoffeln und Eiern verkaufen sie dort auch Camembert aus Büffelmilch, der in Handarbeit hergestellt wird. Die überschüssige Molke muss voll abgesogen werden. Das macht natürlich das Salz. Und Salz bringt natürlich auch noch was anderes mit. Es bringt auch noch Geschmack mit. Salz schmeckt ja gut. Und deswegen machen wir da auch Salz mit dabei. Es konserviert, dem es die Feuchtigkeit auch ein bisschen entzieht an der Oberfläche. Und bringt natürlich Geschmack mit. Im Hofladen verkauft Tatjana neben Käse noch andere Produkte. Welche? Die bunten also, oder die? Ne, ich würde jetzt heute mal die Spaghetti nehmen, weil das ist der Renner bei den Kindern. Momentan übernimmt Tatjana nur den Hofladen. Denn schließlich muss sie sich zusätzlich noch um die Söhne Paul und Anton kümmern. Also, sobald Anton in den Kindergarten geht, denke ich, dass ich Markus wieder ablöse und dass er zumindest mal bloß noch ein bis zwei Tage die Woche käst. So ist es gedacht. Aber momentan ist das Büro, die Buchhaltung so viel, dass ich ausgefüllt bin mit zwei Kindern. Das wird jede Mutter verstehen. Und Markus ist ganz offensichtlich mit viel Freude bei der Sache. Der Camembert muss nun mindestens 7 Tage reifen, bis Tatjana ihn im Laden verkaufen kann. Jetzt mache ich noch ein Herz für meine Frau. Seit 4 Jahren sind Markus und Tatjana verheiratet. Käse mit Herz gemacht. Mit Herz und guten Bio-Zutaten. Der Hof von Henning Bauck in Bad Bodenteich. Auf seinem großzügigen Anwesen tummeln sich rund 60 verschiedene, teilweise exotische Tierarten. Gerade macht sich Henning auf den Weg zu seinen Bentheimer Landschafen. So, jetzt werden wir erstmal die gesamte Bentheimer Landschaft hier mit reinnehmen. Was noch einmal ansteht dieses Jahr, ist halt eben die Klauenpflege, dass die ordentlich sind. Und dann werden halt Bocklämmer schon mal rausgesucht, die auf andere Weideflächen kommen, zum Ausfüttern halt. Und ein paar, die halt schon mit an den Tisch dürfen. Wichtig ist, dass die Gatter richtig stehen. Da vorne machst du mal einmal zusammen, bitte. Wir müssen es so aufmachen können, dass sie da reinlaufen. Okay? So, ein Stückchen rein. Genau, gleich damit ran. Machen wir diesen Kram hier wieder ab. Okay? Nee, da vorne. Schnur weg, brauchen wir nicht. Gut. Okay.
Den kannst du hier nochmal fixieren. Die Messer, alles da. Kette bitte gleich wieder ab, dass hier nichts unnütz rumhängt. Wollt wir nehmen also die ganzen Schafe jetzt hier rein. Ja. Ins Gebäude und nehmen dann immer so 3-4 Stück hier vorne mit her, ja, und schneiden draußen die Klauen, dass wir ordentliches Licht haben. Ja, okay. Aber hier das Heu schön an, die Forke ist hinten, nimm mal die Forke, machst, ja, alles, machst alles voll Heu. Ja, ja. So, und diese nehmen wir hier. Nur von den Schafen ist bisher weit und breit nichts zu sehen. So, wir versuchen sie jetzt mit Futter anzulocken und ja, ein bisschen mit Rufen und dann hoffen wir, dass sie dann hierher kommen. So Jungs, los, lass uns die mal eben dran nehmen, ne? Auf geht's. Oh, mal komm. Da, komm. Oh, mal komm. Komm. Kommst du bitte hier mit her? Lass uns erstmal hier einen Zaun nehmen. Komm. Mal los. Komm. Komm. Das Leckerli kommt sehr gut an. Komm. Nicht zu dicht, Freudeck. Freudeck, Netz. Komm, ja. Warte, halt hier. Pass auf, Freudeck, Netz. Halt mal Netz. Komm. Mal los. Los. So, prima. Gut, reicht. Die Schafe sind so ziemlich die empfindlichsten Tiere bei uns. Und deswegen stehen die hier auf diesen leichten Standorten, dass sie immer trockenen Fuße stehen. Das ist super wichtig. Noch ein bisschen. Hopp. Und hin. Gut, so, dann lass uns die mal reinnehmen. Können es natürlich auch hier machen, können es auch stehen lassen, ist egal. Einfacher wäre aber, wenn wir sie in den Stall nehmen. Die Schafe sollen alle in den Stall, damit Henning und seine Mitarbeiter sie nach und nach behandeln können. Manuela hat die Klauenmesser. Die Gelegenheit ist günstig, um auch noch eine Impfung durchzuführen. So, die müssen du nach der Kotprobe, hat man halt gesehen, es waren ein paar Eilarven im Kot. Und aufgrund dessen bekommen sie jetzt halt noch mal einmal ihre Wurmkur. Das ist jetzt hier ein Bocklamm. Schon ordentliche Zeichnung, alles wunderbar. Da wird also nur das leichte Material, das überständig ist, abgenommen. Nicht zu viel. Das hier ist auch ein Bocklamm. Wo wolltest du den lassen? Wir können sie auf den Anhänger nehmen und wir können natürlich auch noch eine weitere Buchte machen. Geht auch. Die Tiere lassen alles gelassen über sich ergehen. Die Jungs nehmen wir hier durch, das geht gut. Und die lassen wir dann hier rein und das passt auch. Henning behält wie immer den Überblick. Alles läuft hier wie am Schnürchen. Ich habe schon einige Schäfer zum Probearbeiten gehabt. Daran habe ich gesehen, dass es die verkehrten Menschen sind für meinen Betriebszweig. Ich weiß einfach, die da waren halt sehr lahmarschig. Das geht nicht. Das muss alles ein bisschen zackig gehen. Die Bentheimer Landschafe. Eine alte Hausschafrasse, die vom Aussterben bedroht war. In den 70er Jahren war ihr Bestand auf nur noch 50 Tiere gesunken. Wird dann nachher dann auch aussortiert, wenn wir jetzt also die zukünftigen neuen Muttertiere auswählen, geht es nochmal an die Klauen. Und da wird dann nochmal entschieden, wenn Anne jetzt mal keinen so schönen Wuchs hat, den man halt nicht korrigieren kann, ist es auch eine, die nicht in die Zucht mit reinkommt. Dank Landwirten wie Henning und seiner Liebe zu alten Rassen werden die robusten Bentheimer auch weiterhin in der Heide leben. Auf Hof Eilte in der Nähe von Hannover laufen die Vorbereitungen für die heutige Büffeltour auf Hochtouren. Alle Mitglieder der Familie Bullmann packen mit an. Auch die Töchter Henrike und Annika. Ja, heute ist Büffeltour. Es kommen mehrere Leute, um hier den Hof zu besichtigen, Büffel anzugucken und Käse zu verkosten. Und ja, ich habe jetzt gerade die Sachen eingekauft, die wir für die Käseverköstigung brauchen. Und das werden wir dann gleich vorbereiten. Ich begrüße erstmal herzlich alle. Mein Name ist Claudia Bullmann. Die Büffeltour findet 5-mal im Jahr statt. Oh.
Sie beinhaltet eine Hofführung, eine kurze Fahrt zu Zuchtbulle Arthur und seinen Damen und eine Führung durchs Dorf mit Claudia. Dieses wunderschöne alte Haus, was man hier sieht, das ist der sogenannte Gutshof. Alte ist er schon über 750 Jahre alt und man vermutet, dass es früher mal eine Burg auch gewesen ist. Denn hier gibt es auch wirklich richtig noch einen Graben ringsherum. Hier. Seit 8 Jahren veranstalten die Bullmanns nun schon ihre Büffeltouren. Ab hier werden die Teilnehmer auf dem Anhänger fahren. Claudia hat es dann nicht so gut. Wie ich sehe, hat Tino mir kein Fahrrad mitgebracht, weil jetzt muss ich nämlich nach Hause laufen, weil ich muss ja jetzt schnell zurück, weil wir müssen ja noch den Rest vorbereiten. Das meiste machen die Mädchen jetzt ja schon alleine, also ich gucke dann lieber noch mal drüber. Bevor es für die Besucher zurück zum Hof geht, werden sie von Tino Bullmann standesgemäß zur Wasserbüffelweide gebracht. Dort residiert auch der gut 1000 Kilogramm schwere Arthur, Tinos Lieblingsbulle. Wir sind jetzt hier auf einer unserer Wasserbüffelweiden. Hier laufen jetzt trockene Wasserbüffel. Also trockene Wasserbüffel heißt nicht, dass sie kein Wasser kriegen oder dass wir denen nicht zu saufen geben, sondern die werden zurzeit nicht gemolken. Die sind alle tragend und weiterhin ist hier unser Zuchtbulle. Der kommt jetzt so auf mich zu, macht gerade den Kopf runter. Aber ist eigentlich ganz harmlos. Das ist der Bulle Arthur. Das ist der erstgeborene Wasserbüffel bei uns hier auf dem Hof. Der ist uns natürlich uns allen ans Herz gewachsen und der darf das machen, ja, das Beste, was so einem männlichen Tier eigentlich passieren darf. Während ihr Mann Wissenswertes über Wasserbüffel erzählt, kümmert sich Claudia Bullmann um die Verpflegung. Die Wasserbüffel zeigen sich heute von ihrer schmusigen Seite. Dennoch bleiben die Besucher besser auf Sicherheitsabstand. Na hier mit Arthur, da kann man also auch alle möglichen... Arthur lässt sich auch gut reiten. Das Einzige ist, wenn man drauf sitzt, er bleibt stehen. Also ich kann ihn nicht dazu bewegen, sich irgendwie vorzubewegen, weil er das eigentlich gut findet. Aber das lässt Arthur alles mit sich machen. Nach Tinos gewagter Zirkusnummer-Einlage geht es für alle zurück zum Hof, wo Claudia schon wartet. So, wir machen immer einen Teller pro Tisch, den Sie dann ein bisschen rumreichen. Sieht vielleicht für den Anfang nicht so viel aus, aber Sie werden merken, dass Sie nach 5 Durchgängen froh sind, wenn Sie nicht das Doppelte auf dem Tisch haben. Merkzettel sollen den Gästen helfen, die richtige Auswahl zu treffen. Sind eigentlich, glaube ich, alle sehr zufrieden mit unserem Käse. Ich höre jedenfalls öfter, schmeckt gut und auf der Weide scheint auch alles gut gelaufen zu sein. Und nö, war so, wie man das sich wünscht. Auch wenn eine Büffeltour zusätzlichen Stress bedeutet, am Ende sind alle zufrieden. Nächste Woche, Tino Bullmanns Kuh hat adoptiert. Und zwar ein niedliches Büffelkälbchen. Und die Freude ist groß. Die Milchkühe dürfen auf die Weide. Außerdem die Traktorfreunde zu Besuch in Dürrenmettstetten bei den Steinwatz. Einer Miete luftdicht abgedeckt werden. Bei der Maissilage ist, das müssen wir auch immer kontrollieren als Landwirte. Man sieht ja jetzt, das ist eine ganze Pflanze. Und wichtig ist, dass die alle Maiskörner angeschlagen sind. Also dass die alle beschädigt sind von dem sogenannten Korncracker. Weil sonst kann die Kuh die nicht aufschließen. Ne? Die würde die dann aufnehmen und genauso wieder ausscheißen. Weil wenn das nicht so wäre, dann müsste ich dem Hexafahrer sagen, hier, er muss seine Maschine neu einstellen. Aber das sieht gut aus hier. Also. Das gehäckselte Futtergut wird verdichtet. Um den Mais haltbar zu machen, muss die Luft raus. Das ist wichtig, damit der Mais nicht fault, sondern nahrhaft bleibt. Letztendlich ist es keine große Leistung, hier den Mais festzufahren, damit man die Luft rauskriegt. Aber man muss halt auch immer an die Kante ran. Und wenn man da im Moment nicht aufpasst, kann es halt passieren, dass der Trecker irgendwie abrutscht. Und so ein Schlepper, der hat einen Wert von über 100.000 Euro. Und wenn der umkippt, ist einfach nicht gut. Mal abgesehen von meinem Schaden, den ich ja eventuell annehmen würde. Insofern, man muss halt immer wirklich konzentriert arbeiten. In Bad Bodenteich am Rand der Lüneburger Heide liegt der Hof von Henning Baug.
Mitarbeiterin Manuela unterstützt ihn bei der Arbeit mit den Tieren. Komm, komm her, komm! Oh, das war eine kleine Abkürzung jetzt. Solange die nicht durch Nachbars Blumenbeet führt. Hey, was ist das hier? Die eigensinnigen Tiere kennen die Abkürzungen im Dorf. Oh. Hoppla! Hey, hey! Ja, das ging super gut. Nur mein Fahrrad, das hat's erwischt. Das muss ich gleich erstmal gucken. Ist irgendwie der Lenker, ich weiß nicht, ob er abgebrochen ist, der ging irgendwie auf einmal, hatte ich gar nichts mehr in der Hand. Auf dieser satten Weide dürfen die Büffel nun ein paar Wochen verbringen, bevor es auf eine neue geht. Saftiges Gras, all you can eat. Tinos 120 Milchkühe fressen vor allem Silagefutter. Zum Maishäckseln hat Tino ein Maschinenmonster kommen lassen. Moin Jürgen. Moin Tino. Mensch, ihr seid ja pünktlich, super. Also muss so sein, oder nicht? Ja. Und soll mal loslegen? Ja. Lass uns. Pass auf, ich zeig dir die Stücke. Da vorne, auf der linken Seite. Ja. Von unserem Kuhstall bis zu Bernis Güllepott. Gut. Ja, wir haben Futtermais angebaut für unsere Milchkühe. Eine super Energiepflanze. Der angebaute Biomais muss nun mit einem Maishäcksler zerhackt werden. Zu diesem Zweck hat Tino Jürgen beauftragt. Die Maispflanzen werden komplett zerkleinert und müssen anschließend auf einem Silo oder ein eingehacktes Tor. Hennings Mitarbeiterin Manuela ist seit 4 Jahren auf dem Hof. Ursprünglich sollte sie sich ausschließlich dem Verkauf widmen. Doch sie hat mehr und mehr ihr Herz für die Tiere entdeckt. Nun kümmert sie sich so oft es geht um deren Wohl. Wird sich Manuela hinten auf der Kante mit draufsetzen, lockt sie mit Futter an, ich fahr sachte vorweg, bis wir sie alle vom Tor haben, wird das Tor geöffnet und dann hoffen wir, dass sie da lang gehen, wo sie sollen. Gudi. Bleibt zu hoffen, dass Angus-Rinder weniger bockig sind als Büffel. Kann losgehen? Jetzt geht's los. Ja, los. Warten wir auf dich. Komm, mein Gott. Na, komm. Die Rinder interessiert's erstmal nicht. Doch die Neugierde siegt. Lieber mal gucken, welches Leckerchen Manuela bereithält. Klappt doch. Manuela, ich fahre bis zum Tor. Ich fahre bis zum Tor und lass dich da runter, weil wir sind alle da. Machst das Tor rauf. Heute steht ein aufwendiger Weideumtrieb auf dem Programm. Die Herde der Angus-Rinder, die er seit den 90ern besitzt, muss umziehen. Bei der Aktion sollen auch seine 2 Rottweiler helfen. Na, Mäuse? Die Mäuse erhalten von Henning einen Spezialauftrag. Die beiden nehmen wir mit ins Moor zum Kühe umlassen. Die können wir dann schön an der Straße absetzen, dass da die Tiere nicht durchlaufen. Na, komm. Einmal ist immer das erste Mal. Nein. Da sich Henning schlecht Namen merken kann, heißen die beiden Hundedamen gleich. Hermine und Hermine. So, siehst du was? Ja, was ist das? Bauk ist eigentlich gelernter Gärtner. Vor rund 20 Jahren hat er den Spargelbetrieb seiner Eltern komplett auf Viehzucht umgestellt. Die Vermarktung der Angus-Rinder stellt sein Haupteinkommen dar. Bleibst hier, passt da auf. Gut. Okay, lass uns die Kühe mal holen. Die Rinder haben ihre Weide abgegrast. Sie müssen nun zu einem neuen Wiesenstück mit frischem Gras umgetrieben werden. Dazu müssen Henning und Manuela sie durch ein Waldstück lotsen. Das war unsicher. Tino Bullmann und ein in der Maissilage festgefahrener Traktor. Wird er das Problem lösen können? Und Steppenrinder, die nur eines wollen, weg. Henning Bauk in Gefahr. Neue Geschichten von den Büffelbauern. Von Menschen und ihren Tieren. Willkommen auf der Büffelranch. Im grünen Niedersachsen in Eilte liegt der Biohof von Tino Bullmann und Co.
Ihr Hauptgeschäft machen sie mit Zwiebeln und Kartoffeln und mit Milch von Kühen und Büffelkäse. Tino Bullmann und sein Mitarbeiter Martin treiben heute die Wasserbüffel auf die Weide, damit diese dort grasen können. So, Martin, jetzt geht's los. Komm her, komm, Büffel, komm her, komm. Und Gas. Komm her, komm. Komm, einer, du musst schneller. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm, Büffel. Komm her, komm. Komm her, komm. Ich hab gesehen, es waren ein paar Eilarven in im Kot. Und aufgrund dessen bekommen sie jetzt halt noch mal einmal ihre Wurmkur. Das ist jetzt hier ein Bocklamm. Schon ordentliche Zeichnung, alles wunderbar. Da wird also nur das leichte Material, das überständig ist, abgenommen. Nicht zu viel. Das hier ist auch ein Bocklamm. Wo wolltest du den lassen? Wir können sie auf den Anhänger nehmen und wir können natürlich auch noch eine weitere Buchte machen. Geht auch. Die Tiere lassen alles gelassen über sich ergehen. Die Jungs nehmen wir hier durch, das geht gut. Und die lassen wir dann hier rein und das passt auch. Henning behält wie immer den Überblick. Alles läuft hier wie am Schnürchen. Ich habe schon einige Schäfer zum Probearbeiten gehabt. Dann habe ich gesehen, dass es die verkehrten Menschen sind für meinen Betriebszweig. Weil sie einfach, die da waren halt sehr lahmarschig. Das geht nicht. Es muss alles ein bisschen zackig gehen. Die Bentheimer Landschafe. Eine alte Hausschafrasse, die vom Aussterben bedroht war. In den 70er Jahren war ihr Bestand auf nur noch 50 Tiere gesunken. Da wird er nachher dann auch aussortiert, wenn wir jetzt also die zukünftigen neuen Muttertiere auswählen, geht es nochmal an die Klauen. Und da wird dann nochmal entschieden, wenn Anne jetzt mal keinen so schönen Wuchs hat, den man halt nicht korrigieren kann, ist es auch eine, die nicht in die Zucht mit reinkommt. Dank Landwirten wie Henning und seiner Liebe zu alten Rassen werden die robusten Bentheimer auch weiterhin in der Heide leben. Auf Hof Eilte in der Nähe von Hannover laufen die Vorbereitungen für die heutige Büffeltour auf Hochtouren. Alle Mitglieder der Familie Bullmann packen mit an. Auch die Töchter Henrike und Annika. Ja, heute ist Büffeltour. Es kommen mehrere Leute, um hier den Hof zu besichtigen, Büffel anzugucken und Käse zu verkosten. Und ja, ich habe jetzt gerade die Sachen eingekauft, die wir für die Käseverkostigung brauchen. Und das werden wir dann gleich vorbereiten. Ich begrüße erstmal herzlich alle. Mein Name ist Claudia Bullmann. Die Büffeltour findet 5-mal im Jahr statt. Sie beinhaltet eine Hofführung, eine kurze Fahrt zu Zuchtbulle Arthur und seinen Damen und eine Führung durchs Dorf mit Claudia. Dieses wunderschöne alte Haus, was man hier sieht, es ist der sogenannte Gutshof. Alte ist er schon über 750 Jahre alt und man vermutet, dass es früher mal eine Burg auch gewesen ist. Denn hier gibt es auch wirklich richtig noch einen Graben ringsherum. Seit 8 Jahren veranstalten die Bullmanns nun schon ihre Büffeltouren. Die Rinder interessiert's erstmal nicht. Doch die Neugierde siegt. Lieber mal gucken, welches Leckerchen Manuela bereithält. Klappt doch. Manuela, ich fahre bis zum Tor. Lass dich da drunter, weil wir sind alle da, machst das Tor rauf, schmeißt es so rechts zur Seite und stellst dich dann aber links hin. Ja. Und dann gehst du als erstes durchs Tor. Aber das Tor rechts an der Seite schmeißen. Ja, okay. Und geh dann nach. Und du läufst hinterher. Ja, okay. Die Rinder wollen nicht länger warten. Henning hat einen ausgetüftelten Plan. Ob der funktioniert? Eines muss jedenfalls unbedingt beachtet werden. Das Tor muss nach innen, sonst laufen sie da drüber. Klingt logisch. Komm, 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 komm! Mal los! Henning hat die Herde im Griff.
Ein Kuhmarathon. Jetzt für die Rottis hier aufpassen. Der erste Einsatz für Hermine und Hermine. So, ihr beiden, passt schön auf. Die beiden Hermines machen ihren Job gut und der Herde Angst. Kein Tier rennt jetzt auf die Straße. Hopp, 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 hopp. Weiter, weiter, weiter. Auf die Süßen. Henning und Manuela wissen, dass man bei Tieren immer damit rechnen muss, dass sie nicht exakt das machen, was man will. Weiter! Lauf, 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 lauf! So langsam trudeln alle Kühe auf der Weide mit dem saftigen Gras ein. Weiter! Die Nachzügler werden persönlich von Manuela geleitet. Na, ging doch gut, ne? Ganz toll. Ist, hast du wenigstens auch deinen Sport gehabt? Ja. Ich nur den ganzen Tag im Auto rumsetzen. Ganz schön aus der Puste. Schnell war's. Verdammt schnell. Wir sind ja gut gelaufen. Alles super. Zwischendurch habe ich gedacht, so, Opa, verlieren sich im Wald hinten. Aber haben dann schnell wieder Anschluss gefunden und sind dann ja flott hinterher. Und ich auch. Jetzt bin ich. Habe ich Seitenstich. Bei Henning Bauk leben die Rinder auf großen Weideflächen. Das Gegenteil von Massentierhaltung. Tinos Nerven sind angespannt. Die Fahrten werden immer gefährlicher und der Untergrund immer weicher. Das Unterfangen scheint zu scheitern. Jetzt heißt es, die Nerven bewahren. Wir probieren einen anderen Trecker, der ein bisschen stärker ist noch. Ein stärkerer Traktor soll es also richten. Das funktioniert, habe ich überhaupt keine Sorge. Sieht nicht so aus, als würde es klappen. Und nun? Ich habe immer eine Idee. Nehmen. Da kommt noch einer vor. Und dann kommt der. Noch ein zweiter? Ja. Und siehe da, mit der Kraft der Doppeltraktoren klappt's. Hoffentlich macht er jetzt Hartmut den. Aber das wird er ja jetzt wohl gelernt haben, ne? Nicht, dass Hartmut ihn wieder randvoll macht. Kriegt dann einen Lauf. Das wäre geklärt. Dann kann jetzt der Schreddermais weiter aufgeschüttet und plattgefahren werden. Jedes auftretende Problem ist allerdings ein Zeitfresser. Ja, hier ist Tino. Hallo Martin. Wenn du Lust und Zeit hast, wäre toll, wenn du uns assistieren würdest. Weil ein Teil der Leute ist gleich bei den Kälbern und Melken. Ja? Tino ist bei dieser Aufgabe auf seinen Mitarbeiter Martin angewiesen, der eigentlich heute frei hat. Oh Martin, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch schön. Aber richtig, nach Urlaub siehst du auch nicht aus, wenn ich mir so deine Hose begucke. Ja, nö. Dann lass uns hier gleich mal loslegen. Also die eine Miete ist fertig jetzt. Und hier, Jürgen meinte eben 5 bis 6 Futter noch. So, ja. Ich hoffe, die kriegen wir da noch drauf. Es geht jetzt nur noch mit hochziehen. Ja, ist ein schöner Haufen geworden. Gut, ne? Ja. Nun muss die Mais-Silage luftdicht mit Folie abgedeckt werden. So, erst hier unten hinlegen. Ja. Ich denke, wir ziehen erstmal die alte rüber, ne? Ja, ja. Die beiden Männer wollen unbedingt sicherstellen, dass alles luftdicht abgeschlossen ist. Praktikantin Sabine hilft. Im ersten Schritt benutzen sie zunächst die alte Folie. Und ganz wichtig, es dürfen keinesfalls Löcher in der Folie sein. Wenn Löcher drin sind, kommt Luft rein und dann gammelt das Futter. Deswegen muss man sehen, dass man ohne Löcher zugedeckt kriegt. Um das zu gewährleisten, kommt nun noch die neue Folie drüber. Die Rolle kostet um die 200 Euro. Oh, mein Messer war schon mal schärfer. Nachdem die Maisberge komplett mit Folie bedeckt sind, kommen nun Autoreifen zur Beschwerung des Plastiks ins Spiel. Sie sollen verhindern, dass der Wind die Folie wegweht. Das so gelagerte Futter soll mindestens 3 Monate lang 120 Kühe. Vorne Wasserbüffel bei uns hier auf dem Hof. Der ist uns natürlich uns allen ans Herz gewachsen und der darf das machen, ja, das Beste, was so einem männlichen Tier eigentlich passieren darf. Während ihr Mann Wissenswertes über Wasserbüffel erzählt, kümmert sich Claudia Bullmann um die Verpflegung. Die Wasserbüffel zeigen sich heute von ihrer schmusigen Seite.
Dennoch bleiben die Besucher besser auf Sicherheitsabstand. Na hier mit Arthur, da kann man also auch alle möglichen. Arthur lässt sich auch gut reiten. Das Einzige ist, wenn man drauf sitzt, er bleibt stehen. Also ich kann ihn nicht dazu bewegen, sich irgendwie vorzubewegen, weil er das eigentlich gut findet. Aber das lässt Arthur alles mit sich machen. Nach Tinos gewagter Zirkusnummer-Einlage geht es für alle zurück zum Hof, wo Claudia schon wartet. So, wir machen immer einen Teller pro Tisch, den Sie dann ein bisschen rumreichen. Sieht vielleicht für den Anfang nicht so viel aus, aber Sie werden merken, dass Sie nach 5 Durchgängen froh sind, wenn Sie nicht das Doppelte auf dem Tisch haben. Merkzettel sollen den Gästen helfen, die richtige Auswahl zu treffen. Sind eigentlich, glaube ich, alle sehr zufrieden mit unserem Käse. Ich höre jedenfalls öfter, schmeckt gut und auf der Weide scheint auch alles gut gelaufen zu sein. Und nö, war so, wie man das sich wünscht. Auch wenn eine Büffeltour zusätzlichen Stress bedeutet, am Ende sind alle zufrieden. Nächste Woche, Tino Bullmanns Kuh hat adoptiert. Und zwar ein niedliches Büffelkälbchen. Und die Freude ist groß. Die Milchkühe dürfen auf die Weide. Außerdem die Traktorfreunde zu Besuch in Dürrenmettstetten bei den Steinwatz. Einer Miete luftdicht abgedeckt werden. Bei der Maissilage ist, das müssen wir auch immer kontrollieren als Landwirte. Man sieht ja jetzt, das ist eine ganze Pflanze. Und wichtig ist, dass die alle Maiskörner angeschlagen sind. Also dass die alle beschädigt sind von dem sogenannten Korncracker. Weil sonst kann die Kuh die nicht aufschließen. Ne? Die würde die dann aufnehmen und genauso wieder ausscheißen. Weil wenn das nicht so wäre, dann müsste ich dem Hexafahrer sagen, hier, er muss seine Maschine neu einstellen. Aber das sieht gut aus hier. Also. Das gehäckselte Futtergut wird verdichtet. Um den Mais haltbar zu machen, muss die Luft raus. Das ist wichtig, damit der Mais nicht fault, sondern nahrhaft bleibt. Letztendlich ist es keine große Leistung, hier den Mais festzufahren, damit man die Luft raus. Gut, prima. Hey. So. Stellen wir wieder genauso ran, nehmen die nächsten mit rüber. Die Arbeit mit den Tieren ist gefährlich. Davon kann auch Hennings Angestellte Manuela berichten. Ihr geht es gar nicht gut, denn sie hatte gerade einen Unfall. War so ein kleiner Steppenrindbulle, der meinte, mit mir spielen zu müssen. Und dann hat er mich mal so ein bisschen an den Zaun gedrückt. Das war nicht so schön. Aber jetzt geht's schon wieder. Der Umgang mit Wildtieren verlangt den Menschen einiges ab. Der Tierarzt hat ebenfalls mit dem Temperament der Steppenrinder zu kämpfen. Das geht das so gar nicht. Und dann wird es lebensgefährlich. Selbst der sonst so coole Henning wird mal kurz nervös. Eine brenzlige Situation. Der Angriff ist noch nicht zu Ende. Die langen spitzen Hörner, gefährliche Waffen. Jawohl. Okay, mach mal auf. Lass mal rausgehen. Schön an der Seite. Auch ganz schön üppig, ne? Ich habe vorhin schon gesagt, es ist kein Spaß, was wir hier machen. Das ist absoluter Ernst. Steppenrinder sind eben keine entspannten Büffel, müssen aber trotzdem untersucht werden. Hochkonzentriert machen Henning und seine Mitarbeiter nach diesem Vorfall weiter. Die Aktion geht schmerzhaft weiter. Ist okay? Manuela hat sich verständlicherweise in Sicherheit gebracht. Ein Zusammenstoß mit den Tieren reicht ihr für heute. Wer sich auf diese gefährliche Arbeit einlässt, der muss schon wirklich mit Herzblut bei der Sache sein. Okay. Prima. Henning Baug hat auch heute wieder die Nerven behalten. Das ist eigentlich heute wieder im Prinzip, bis auf der Tierarzt, haben alle blaue Flecke gekriegt.
Ja, hat mir einmal mit dem Horn am Hintern hochgehoben. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich im Stehen Armbrot gegessen, aber das ist dann eben so. Was lange nicht mehr ist. Familie Bullmann aus Eilte hält 120 schwarzbunte Milchkühe. Diese gehören einer besonders milchreichen Rasse an, den Holstein-Friesen. Bis zu 40 Liter Milch geben sie pro Tag. Tinos Praktikantin hat ihm von einem lahmenden Rind berichtet. Und Kim, ist das das Rind von gestern? Ja, das ist das, genau. Also fressen tut's, aber heute. Wer sich auf diese gefährliche Arbeit einlässt, der muss schon wirklich mit Herzblut bei der Sache sein. Okay. Prima. Henning Baug hat auch heute wieder die Nerven behalten. Das ist eigentlich heute wieder im Prinzip, bis auf der Tierarzt, haben alle blaue Flecke gekriegt. Ja, hat mir einmal mit dem Horn am Hintern hochgehoben. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich im Stehen Armbrot gegessen, aber das ist dann eben so. Was lange nicht mehr ist. Familie Bullmann aus Eilte hält 120 schwarzbunte Milchkühe. Diese gehören einer besonders milchreichen Rasse an, den Holstein-Friesen. Bis zu 40 Liter Milch geben sie pro Tag. Tinos Praktikantin hat ihm von einem lahmenden Rind berichtet. Und Kim, ist das das Rind von gestern? Ja, das ist das, genau. Also fressen tut's. Aber, wenn wir jetzt sehen beim Laufen, das lahmt hinten links offensichtlich, aber gebrochen ist nichts. Wenn das Bein jetzt wirklich gebrochen wäre, dann laufen die auf drei Beinen. Ne? Die heben das dann nur noch hoch. Und die setzt ja noch an. Aber es tut ihr halt weh. Ne? Die nehmen wir mit nach Hause und gucken uns den Clownstand an. Gut, ich fahre in die Ecke und dann jagen wir die eben auf den Wagen. Landwirt Tino hat in den letzten 20 Jahren viel gelernt. Das Tier will er zunächst ohne Tierarzt untersuchen. Vor einem Problem völlig anderer Art steht seine Frau Claudia. Genau wie Tino hat sie Landwirtschaft studiert. Doch ihr Job heute? Die Latzhosen ihres Mannes auf Vordermann zu bringen. Tino steht auf grün, das sind nämlich seine Latzhosen. Seine Lieblingslatzhosen und mein absoluter Hassjob sind nämlich Latzhosenflicken. Man wäscht fünf und vier sind dann kaputt. Und so langsam, ich glaube, er hat jetzt nur noch ein oder zwei. Und dann muss ich nähen. Tino ist stolzer Besitzer von 17 Latzhosen. So, hier machen wir jetzt ein ganz einfaches System. Die Hosentasche wird jetzt einfach kleiner. 17 Baumwolllatzhosen und Claudia hat nur 2 Stunden Zeit. Aber ich suche mir jetzt immer die raus, die ganz schnell gehen als erste. Und die blöden machen wir zum Schluss. Ratzfatz geht das. Muss ja nicht schön sein. Nur irgendwie halten. Ich habe ja mal versucht, Tino zu überzeugen. Er könnte ja auch einfach alte Jeans anziehen. Und wenn die dann kaputt und hinüber sind, dann schmeißt man sie einfach weg. Aber nein, es müssen Latzhosen sein. Tino könnte sie ja mal selbst flicken. Ja, Tino hat gleich gesagt, er wird kein Hausmann. Und dann konnte ich mich entscheiden, ob das ein Trennungsgrund ist oder nicht. Und da waren auch schon die ersten Kinder im Anmarsch, das erste Kind. Und dann habe ich gedacht, na gut. Dann mache ich das jetzt halt mit den Kindern mal eine Weile. Ja. Nur ganz Tag im Auto rumsetzen. Ganz schön aus der Puste. Schnell war's. Verdammt schnell. Wir sind ja gut gelaufen. Alles super. Zwischendurch habe ich gedacht, so, oh, paar verlieren sich im Wald hinten, aber haben schnell wieder Anschluss gefunden und sind denn ja flott hinterher. Und ich auch. Jetzt bin ich. Habe ich Seitenstich. Bei Henning Baug leben die Rinder auf großen Weideflächen. Das Gegenteil von Massentierhaltung. Oh Mädchen, hast du einen feinen Job gemacht? Ja, na klar. Abtüdern. Hermine und Hermine haben die Premiere gut gemeistert. Auf mit euch. Fein, los, gut. Bleibt schön. Los, fein. Schön, bleib. Das Fleisch seiner Rinder vermarktet Henning Baug selbst. Mehrere Verkaufsstände stehen auf den Wochenmärkten der Umgebung. In Dürrenmettstetten am Neckar liegt der Hof der Steinwanz.
Markus Steinwand betreibt dort mit seiner Frau Tatjana und seinem jüngeren Bruder Stefan einen Biohof samt Hofladen. Die Jungtiere der Brüder Steinwand sollen heute zum ersten Mal im Jahr auf die Weide. Let me go. Und die dürfen jetzt die Weidesaison das erste Mal eröffnen, sozusagen in blühenden Obstgarten. dürfen sie halt raus. Und ich hoffe, dass jetzt nicht nur das Gewitter aufzieht, aber ich glaube, das sieht gut aus. Hier ist schon mal das erste Ziel, das die Büffel alle treffen müssen. Und das machen sie ja auch. Nur müssen wir eben hier eine Elektro-Zaun-Simulation aufbauen, sozusagen. Wenn die eine Litze sehen, da brauchen wir keinen Strom drauf machen, da gehen die eigentlich nicht dran. Soweit die Theorie. Als erfahrener Landwirt weiß Markus, dass pubertierende Büffel ganz besonders unberechenbar sind. Deshalb gehen er und Bruder Stefan lieber auf Nummer sicher. Hier ist noch Strom drauf. Also ab hier spüren sie dann den Strom wieder. Oder wir, wenn wir hinkommen. Wer zuerst rankommt, ne? Der spürt es halt. Bei mir lief es gut bis jetzt. Bin ich nicht dran gekommen. Aber es ist eher die Ruhe vor dem Sturm. Es kann wild werden. So, und jetzt ist Feuer frei. Geht's Jungs. Los. Ah, Trick verreckt. Es geht nämlich nur nach innen. Es geht nur nach innen. Wir müssen das Tor nach innen schieben. Du musst halt dann hier stehen bleiben. Ja. Die Neuankömmlinge sollen nun mit den anderen Jungbullen zusammengeführt werden. Bis jetzt trennt sie ein Zaun. Gleich dürfen sie sich beschnuppern. Hola. Nein, ihr zwei. Ja, noch mit. Du bist im Weg da. So, jetzt haben wir die zwei Gruppen zusammen. Die 10, wo oben waren, und die 9 von unten. Und wenn wir sie aus, wenn sie ausbüchsen, müssen wir sie suchen, dann müssen wir 19 suchen inzwischen. Ja, das sieht doch alles harmonisch aus. Noch. Denn schon bald geht sie los, die pubertierende Rangelei. Hier wird die Rangordnung der neu entstandenen Herde neu verhandelt. Die Tiere sind ganz schön auf Krawall gebürstet. Es dauert ein bisschen, bis sie sich alle beschnuppert haben, bis jeder jeden kennt. Und bis sie die Tränke abgebaut haben nebenher. Und sie zerstören halt gern alles. Alles, was ein bisschen wackelt, da wird so lange gespielt, bis es kaputt ist. Und die Tränke ist wohl die Schwachstelle heute. Wäre ja auch langweilig, so ganz ohne Problemchen. Schnell eine neue Tränke herbeischaffen. Jetzt haben wir's. Zuvor muss sie jedoch noch gesäubert werden. Ein bisschen vor. So, wäre wieder sauber. Büffel trinken bis zu 50 Liter Wasser pro Tag. Am liebsten trinken sie aus einem Becken. So, steht schon? Nee, noch nicht. Ich kann ganz kurz die Litze etwas anheben. Ja, klar. Nein, die ist etwas nieder hier. Die beiden Brüder, ein gut eingespieltes Team. Gut, stopp! Diese massive Tränke dürfte den Durst der Jungbüffel stillen. So, dann haben wir es geschafft, oder? Ja. Sehr schön heute. Tino Bullmann aus Eilte ist immer noch mit der Herstellung seiner Mais-Silage beschäftigt. Gemeinsam mit Jürgen und seinem Häcksler. Der Silage soll der Sauerstoff entzogen werden. Dazu müsste der Traktor mehrfach über die zerschredderten Maispflanzen fahren. Müsste. Ja, der Haufen ist mittlerweile so hoch, dass sie. Und er hat jetzt bei diesem Futter ein bisschen viel drauf gemacht. Also er ist jetzt einfach so schwer, er kommt alleine nicht mehr hoch. Deswegen müssen wir einen zweiten Trecker davor hängen. Ne? Tinos Nerven sind angespannt. Die Fahrten werden immer gefährlicher und der Untergrund immer weicher. Das Unterfangen scheint zu scheitern. Jetzt heißt es, die Nerven bewahren. Wir probieren einen anderen Trecker, der ein bisschen stärker ist noch. Ein stärkerer Traktor soll es also richten. Das funktioniert, habe ich überhaupt keine Sorge. Sieht nicht so aus, als würde es klappen. Und nun? Ich habe immer eine Idee. Da kommt noch einer vor. Hoffentlich macht er jetzt Hartmut den. Aber das wird er ja jetzt wohl gelernt haben, ne? Nicht, dass Hartmut ihn wieder randvoll macht. Kriegt dann einen drauf. Das wäre geklärt. Dann kann jetzt der Schreddermais weiter aufgeschüttet und plattgefahren werden.
Jedes auftretende Problem ist allerdings ein Zeitfresser. Ja, hier ist Tino. Hallo Martin. Wenn du Lust und Zeit hast, wäre toll, wenn du uns assistieren würdest, weil ein Teil der Leute ist gleich bei den Kälbern und Melken. Ja? Tino ist bei dieser Aufgabe auf seinen Mitarbeiter Martin angewiesen, der eigentlich heute frei hat. Oh Martin, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch schön. Aber richtig, nach Urlaub siehst du auch nicht aus, wenn ich mir so deine Hose begucke. Ja, nö. Dann lass uns hier gleich mal loslegen. Also die eine Miete ist fertig jetzt. Und hier, Jürgen meinte eben 5 bis 6 Futter noch. Ja. Ich hoffe, die kriegen wir da noch drauf. Es geht jetzt nur noch mit hochziehen. Ja, ist ein schöner Haufen geworden. Gut, ne? Ja. Nun muss die Mais-Silage luftdicht mit Folie abgedeckt werden. So, erst hier unten hinlegen. Ja. Ich denke, wir ziehen erstmal die alte rüber, ne? Ja, ja. Die beiden Männer wollen unbedingt sicherstellen, dass alles luftdicht abgeschlossen ist. Praktikantin Sabine hilft. Im ersten Schritt benutzen sie zunächst die alte Folie. Und ganz wichtig, es dürfen keinesfalls Löcher in der Folie sein. Wenn Löcher drin sind, kommt Luft rein und dann gammelt das Futter. Deswegen muss man sehen, dass man ohne Löcher zugedeckt kriegt. Um das zu gewährleisten, kommt nun noch die neue Folie drüber. Die Rolle kostet um die 200 Euro. Oh, mein Messer war schon mal schärfer. Nachdem die Maisberge komplett mit Folie bedeckt sind, kommen nun Autoreifen zur Beschwerung des Plastiks ins Spiel. Sie sollen verhindern, dass der Wind die Folie wegweht. Das so gelagerte Futter soll mindestens 3 Monate lang 120 Kühe versorgen. 3 solche Silos muss Tino noch bauen. Gut 600 Kilometer entfernt, am Rande des Schwarzwaldes in Dürrenmettstetten, haben die Steinwands ihre Jungbullen erfolgreich auf die Weide getrieben. Aus der Milch der Wasserbüffelkühe entsteht Käse. Ursprünglich war Tatjana fürs Käsen zuständig. Seit die Kinder da sind, übernimmt Markus den Job. So, jetzt machen wir heute Camembert für Marc nächste Woche. Und jetzt habe ich den Käse schon angesäuert und eingelabt. Jetzt müssen wir den schneiden und vorsichtig bearbeiten. Im Moment ist Hochsaison. Die Büffel geben viel Milch. Täglich steht Markus am Käsekessel. Tatjana hilft nur noch aus. Ich mache das sehr gerne, die Arbeit mit dem Käse. Und es ist auch irgendwie was Beruhigendes, wenn man so den Stress drumherum hat vom Hof her. Das tut gut, wenn man zwischendurch so ruhige Phase hat. Den Schafen ist bisher weit und breit nichts zu sehen. Wir versuchen sie jetzt mit Futter anzulocken und ja, ein bisschen mit Rufen. Und dann hoffen wir, dass sie dann hierher kommen. Mhm. So. So, Jungs, los. Lass uns die mal eben dran nehmen, ne? Ups. Auf geht's. Komm, 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 komm. Na, komm. Komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Na, komm. Kommst du bitte hier mit her? Lass uns erstmal hier einen Zaun nehmen. Komm, 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 mal los, mal los. Komm, mal, komm, mal, komm, komm, mal, komm, mal, komm, 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 komm. Das Leckerli kommt sehr gut an. Komm, 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 komm. Ich zu dich, Freudeck. Freudeck, Alice, nimm mal ein Netz. Komm, ja. Warte, warte, halt hier. Pass auf, Netz. Alice, halt mal Netz. Komm. Mal los. Los. So, prima. Gut, gut, reicht. Reicht. Die Schafe sind so ziemlich die empfindlichsten Tiere bei uns. Und deswegen stehen die hier auf diesen leichten Standorten, dass sie immer trockenen Fuße stehen. Das ist super wichtig. Noch ein bisschen. Hopp, 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 hopp. Und hin. Gut, so, dann lass uns die mal reinnehmen. Können es natürlich auch hier machen, können es auch stehen lassen, ist egal. Einfacher wäre aber, wenn wir sie in den Stall nehmen. Die Schafe sollen alle in den Stall, damit Henning und seine Mitarbeiter sie nach und nach behandeln können. Manuela hat die Klauenmesser. Die Gelegenheit ist günstig, um auch noch eine Impfung durchzuführen. So. So, die müssen du nach der Kotprobe. Hat man gesehen, es waren ein paar Eilarven in im Kot. Und aufgrund dessen bekommen sie jetzt halt noch mal einmal ihre Wurmkur. Das ist jetzt hier ein Bocklamm. Ordentliche Zeichnung, alles wunderbar. Da wird also nur
das leichte Material ist überständig jetzt abgenommen. Nicht zu viel. Das hier ist auch ein Bocklamm. Wo wolltest du den lassen? Wir können sie auf den Anhänger nehmen und wir können natürlich auch noch eine weitere Buchte machen. Geht auch. Die Tiere lassen alles gelassen über sich ergehen. Die Jungs nehmen wir hier durch, das geht gut. Und die lassen wir dann hier rein und das passt auch. Henning behält wie immer den Überblick. Alles läuft hier wie am Schnürchen. Ich habe schon einige Schäfer zum Probearbeiten gehabt. Dann habe ich gesehen, dass es die verkehrten Menschen sind für meinen Betriebszweig. Weil sie einfach die... Die Gelegenheit ist günstig, um auch noch eine Impfung durchzuführen. So. So, die müssen du nach der Kotprobe, hat man gesehen, es waren ein paar Eilarven in den, im Kot. Und aufgrund dessen bekommen sie jetzt halt noch mal einmal ihre Wurmkur. Das ist jetzt hier ein Bocklamm. Schon ordentliche Zeichnung, alles wunderbar. Da wird also nur das leichte Material, das überständig ist, abgenommen. Nicht zu viel. Das hier ist auch ein Bocklamm. Wo wolltest du den lassen? Wir können sie auf den Anhänger nehmen und wir können natürlich auch noch eine weitere Buchte machen. Geht auch. Die Tiere lassen alles gelassen über sich ergehen. Die Jungs nehmen wir hier durch, das geht gut. Und die lassen wir dann hier rein und das passt auch. Henning behält wie immer den Überblick. Alles läuft hier wie am Schnürchen. Ich habe schon einige Schäfer zum Probearbeiten gehabt. Dann habe ich gesehen, dass es die verkehrten Menschen sind für meinen Betriebszweig. Weil sie einfach, die da waren halt sehr lahmarschig. Das geht nicht. Es muss alles ein bisschen zackig gehen. Sehr viel Nachziehen holen. Die Bentheimer Landschafe. Eine alte Hausschafrasse, die vom Aussterben bedroht war. In den 70er Jahren war ihr Bestand auf nur noch 50 Tiere gesunken. Da wird er nachher dann auch aussortiert, wenn wir jetzt also die zukünftigen neuen Muttertiere auswählen, geht es nochmal an die Klauen. Und da wird dann nochmal entschieden, wenn Anne jetzt mal keinen so schönen Wuchs hat, den man halt nicht korrigieren kann, ist es auch eine, die nicht in die Zucht mit reinkommt. Dank Landwirten wie Henning und seiner Liebe zu alten Rassen werden die robusten Bentheimer auch weiterhin in der Heide leben. Auf Hof Eilte in der Nähe von Hannover laufen die Vorbereitungen für die heutige Büffeltour auf Hochtouren. Alle Mitglieder der Familie Bullmann packen mit an. Auch die Töchter Henrike und Annika. Heute ist Büffeltour. Es kommen mehrere Leute, um hier den Hof zu besichtigen, Büffel anzugucken und Käse zu verkosten. Und ja, ich habe jetzt gerade die Sachen eingekauft, die wir für die Käseverkostigung brauchen. Und das werden wir dann gleich vorbereiten. Ich begrüße erstmal herzlich alle. Mein Name ist Claudia Bullmann. Die Büffeltour findet 5-mal im Jahr statt. Sie beinhaltet eine Hofführung, eine kurze Fahrt zu Zuchtbulle Arthur und seinen Damen und eine Führung durchs Dorf mit Claudia. Dieses wunderschöne alte Haus, was man hier sieht, es ist der sogenannte Gutshof. Alte ist ja schon über...